Wir melden uns wieder vom zweiten Tag vom IFA Media Briefing. Mein heutiger Gesprächspartner oder der erste Gesprächspartner heute am Morgen ist Thorsten Stapel von der Firma Homatic IP. Und uns allen ist ja der Begriff geläufig, wenn man sein Haus aus der Ferne steuern kann. Das ist auch das Thema. Und Thorsten Stapel, womit beschäftigen Sie sich? Ich sehe, hier ist schon so ein Kreislauf aufgebaut. Ja, womit beschäftigt sich Ihre Firma Homatic IP? Wie Sie schon sagen, es geht um Smart Home. Es geht dabei, dieses Haus, also was wir jetzt hier aufgebaut haben und in der Vernetzung darstellen, dann einfach und smart zu steuern, per App oder per Sprachsteuerung. Und wir legen besonders Wert darauf, das Ganze dann auch sehr sicher zu machen. Also Datenschutz ist bei uns an höchster Stelle. Wir nehmen gar keine personalisierten Daten auf und wir kennen unsere Nutzer eigentlich von den Daten her überhaupt nicht. Und wir legen sehr großen Wert darauf, auch Hackerschutz zu betreiben, dass keiner von außen auf dieses System natürlich zugreifen kann. Das ist meine Sie liefern gerade ein Stichwort. Sie sind in unfreiwilliger Weise bei der Sendung Wieso vom ZDF nicht genannt worden, aber Ihre Firma hatte da ein kleines Problem zu bewältigen, obwohl sie gar nicht so richtig betraf. Können Sie vielleicht mal kurz erzählen und wie Sie das Problem gelöst haben? Ja, also erstmal sind wir sehr dankbar dafür, dass solche Themen besprochen werden, dass das einfach auch ein sehr wichtiges Argument ist oder auch ein Hinderungsgrund für viele, in das Thema einzusteigen. Und immer wenn dann solche Themen auftauchen, sind wir erstmal sehr aufgeschlossen im Ganzen. Nur bei dem konkreten Fall, und der liegt jetzt irgendwie auch schon Monate zurück, war es so, dass jemand sein WLAN entsprechend nicht gesichert hatte und man über diesen WLAN-Router dann auch in das Smart Home hineinkam. Das ist natürlich erstmal eine Einstiegshürde, die muss man nicht nur bei einem smarten Home, sondern ansonsten auch sichern, um einfach seine Daten zu schützen und den Hackern keinen Zugriff zu geben. Das konkrete Problem sprechen wir immer wieder an. Wir geben da Schulungen zu, wir berichten ständig darüber, wie das aus unserer Sicht halt sicher gemacht werden kann. Aber im Endeffekt muss natürlich jeder auch man muss mal für die Zuschauer, haben. Jetzt muss ich es mal einwerfen, sagen, also die Reporter haben sich Smart Homes gesucht, die im Internet, die waren offen wie ein Scheunentor. Genau. Man konnte sogar noch die Straße sehen. Ja. Und wenn man dann vor dem Haus stand, konnte man die Tür, also erstmal die Rollläden hoch und runter machen, dann noch die Tür öffnen, wenn das ging. Ja. Und so trafen die Reporter auf erstaunte Gesichter, auch bei den Häuslebauern. Ja, und die Ursache war, es war ein Haken beim Router drin. Das lag aber nicht an Ihrer Firma, sondern das hätte der Router-Produzent besser machen müssen. Aber das Problem ist jetzt gelöst worden, ja? Das Problem ist gelöst worden, insofern, als dass dann derjenige, der es halt bedient, das ist ein Bedienerfehler, muss man sagen. Jeder ist ein bisschen selbstverantwortlich, selbst dafür zu sorgen, welche Daten gebe ich preis. Wie schütze ich mich auch, dass andere nicht auf meine Daten oder auch auf meine Geräte zugreifen können? Da können auch andere Hersteller nur für Sorge tragen, indem sie aufklären, indem sie dort entsprechend auch Beratung anbieten. Aber machen muss das jeder selber, weil das ist auch eine Option. Manche wollen das, manche wollen es aus gewissen Gründen auch nicht. Manche wollen, dass ihr Smart Home im Internet steht mit Adresse und allem drum und dran. Ja? Das jetzt als Privatkunde nicht, aber so einen Router können sie auch beruflich einsetzen, können ja sagen, andere dürfen da auch drauf zugreifen. Deswegen sind solche Geräte natürlich multifunktional erstmal geplant. Aber wie gesagt, das ist nicht unser Business. Also, kommen wir mal ein bisschen allgemeiner wieder. Ja. Das kann natürlich auch die Ursache sein, dass viele sagen, also erstmal, was soll ich damit? Zweitens, brauche ich das? Und drittens, wem nützt es? Ne? Nee, also absolut. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Deswegen habe ich den ja gerade auch genannt. Insofern, wenn man das nicht gelöst bekommt, hat das Thema Smart Home auch nicht die Relevanz in Zukunft, weil jeder sagt so, ich gehe da lieber einen Schritt von zurück, das ist mir zu unsicher. Und ich öffne dann entsprechend halt dann im wahrsten Sinne des Wortes Tür und Tor, wie auch hier bei unseren Anlagen. Also, vielleicht mal kurz die Wand. Ja, sagen Sie doch einmal, demonstrieren Sie doch einfach mal, was es kann. Genau. Also wir haben eigentlich zwei Welten hier aufgebaut. Wir beschäftigen uns erstmal darum, wie steige ich in das Thema Smart Home ein. Wenn man jetzt in einer Wohnung wohnt und sagt, ich wohne da zur Miete oder ich habe eine Eigentumswohnung, da ist auch schon alles soweit fertig, ich wohne da schon eine Zeit lang drin, dann geht es ja in das Thema Nachrüsten. Ha. Wir haben hier einen sogenannten Access Point und das ist wiederum die Anbindung zu dem WLAN, was wir gerade gesprochen haben. Mhm. Also diesen Access Point stecke ich einfach mit einem Kabel in meinen WLAN-Router, der gesichert sein sollte. Und damit verbindet sich dieses Gerät mit der Cloud bei uns.
Und ich kann darüber halt dann eine App installieren, die für Apple wie auch für iOS-User entsprechend verfügbar ist und kann über diese App komplett das ganze Haus oder dann diese Wohnung, über die ich gerade sprach, dann halt steuern. Mhm. Ja, das lässt sich ganz einfach einrichten. Also jeder, der so ein bisschen IT-Erfahrung hat, ich sage mal, der schon mal ein Smartphone bedienen kann, der wird das locker hinbekommen. Aber das ist wirklich nur Plug and Play und das Anlernen auf dieser App ist super einfach. Mhm. Dann haben Sie verschiedene Möglichkeiten, einmal Ihre Heizung zu steuern. Sie haben die Möglichkeiten, hier Alarm- und Sicherheitssysteme einzurichten. Sie haben die Möglichkeit, hier Ihre Beschattung, wenn Sie automatische Rollläden beispielsweise in Ihrer Wohnung haben, zu steuern. Oder Sie können sich auch Wetterdaten ganz aktuell von zu Hause entsprechend in dieses Smartphone reinbegeben. Und damit gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Ganze dann, wie gesagt, mit der App zu steuern. Wir haben dann vorinstalliert automatische Programme, beispielsweise für die Heizungsregulierung, dass es nachts runterfährt, dass Sie am Wochenende vielleicht eine andere Zeit zu Hause verbringen als in der Woche. Das ist alles ein Stück weit voreingestellt, kann aber völlig frei auch individuell nochmal gestaltet werden. Und diese Geräte unterhalten sich dann miteinander, sodass beispielsweise, wenn die Wetterdaten in gewisser Weise dann kältere Temperaturen zeigen, dass hier auch eine automatische Interaktion stattfindet. Aha. Oder wenn hier entsprechend halt eingebrochen wird, also jemand hat einen Fensterkontakt und das Fenster geht unfreiwillig auf, beispielsweise sind gar nicht zu Hause, dann gibt es eine Nachricht auch an den IP-Router und auch andere Geräte wie ein Rauchmelder, den wir entsprechend da haben, so machen dann Alarm. Nicht nur eine Alarmsirene. Also das war so ein ganz kurzer Einblick. Alarmsirene nützt ja heute, kümmert sich fast kein Schwein drum mehr. Ja gut, also das, was wir erstmal machen können, zumindest sehen, wie weiß, ob schon mal jemand, der hat das angeschlagen, aber sie kriegen auch sofort auf ihrem Smartphone dann eine Anzeige und das ist, glaube ich, das, was sie dann selber nochmal konfigurieren müssen. Für wen ist das System eigentlich? Ist es mehr für die Leute, die ein Eigenheim haben oder für wen ist das nun? Ich denke, sofort für jeden, weil allein schon, wenn Sie dieses System hier installieren mit einer vernünftigen Holzsteuerung und Sie haben Profile drin, ja, wenn Sie mal nicht da sind, dass die Heizung runterfährt. Wenn Sie das Fenster aufmachen, es gibt so einen kleinen Türkontakt, den wir da anbringen können, dann können Sie zum einen den Alarm auslösen, den ich gerade sprach, aber hier wird auch automatisch die Heizung runterreguliert. Mhm. Das können Sie ja persönlich gar nicht machen. Sie würden ja nicht beim Fenster aufreißen, sofort die Heizung runterdrehen. Nee. Das System macht das. Wenn Sie so ein paar Dinge befolgen und so ein bisschen was davon eingerichtet haben, dann können Sie bis zu 30% Ihrer Heizkosten sparen. Ja. Das amortisiert sich dann relativ schnell und das ist auch ein Vorteil für jedermann. Ja. Ja, ich merke, es ist schon ganz schön auch umfangreich, dieses Thema. Ja, ist es. Und wer da mehr von wissen will, findet man Sie auf der IFA dann? Genau, auf der IFA sind wir in Halle 25. Das ist eine Smart Home Halle, da haben wir einen relativ großen Stand. Da werden wir ordentlich auch nochmal Werbung vertreiben, dass Sie uns da gut finden. Aber da sind wir gut vertreten und stellen diese Dinge auch nochmal wesentlich detaillierter dar. Dann auch da kann man Sie dann auch fragen. Genau, da haben wir auch kleine Use Cases. Also für jemanden, der jetzt nur sich mit diesem oder jedem Thema beschäftigen möchte, da kann man gut einsteigen. Und vielleicht ein Hinweis noch auf die Leute, wenn man neu baut, also wir sprachen gerade über Nachrüsten, das ist noch eine andere Geschichte. Da haben wir noch ein System dabei, da kann man auch Kabel verlegen und das ganze Bussystem einpflegen, also für etwas professionellere Anrichtungen. Da gibt es auch 1600 Fachberater, die wir da schon zertifiziert haben, die Ihnen auch bei der Einrichtung dieses Systems helfen. Mhm. Und insgesamt vertrauen auf Homatic IP schon 1,7 Millionen Haushalte. Also wir sind da Marktführer in Europa, von daher haben Sie bei uns auch ein sicheres System, was schon langjährig eingesetzt und geprüft ist.